So. Jetzt geht das. So, wir können weitergehen. Man kann doch auch aufnehmen ohne Ton, oder? Der ist aber noch an, die Kamera. Nee, ich sag nur Kamera, oder? Kann man ja. So. So, jetzt muss ich sie mal rumdrehen, ne? Damit die Leute auch wissen, mit wem sie zu tun haben. So. Nämlich mit mir. Hallo. Mit Odin, ne? Jawohl. Mit Odin. Und jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist der Frank da. Eigentlich hätten wir ja schon 3 oder 4 Tage filmen können. Aber. Aber? Es sind immer welche Leute da, die einem Strich durch die Rechnung machen. Ganz genau. Immer zu viel Besuch quasi. Ja, und jetzt haben wir bei uns im Garten haben wir schon mal gezeltet. Das hat zwar jetzt nichts mit Buschkraft zu tun. Ja, aber dafür ist der Frank hier. Ist ja egal, wo man liegt. Hauptsache draußen, ne? Richtig. So, und jetzt gehen wir einfach mal ein Ründchen spazieren. In der Natur. Wir haben auch die Sägen dabei, die Klappsägen. Der Frank sein Lappländer und ich die Gardena. Wenn wir gleich ein Ästchen filmen wir das mal kurz, ne? Nur mal so, zum Spaß und zum Vergleich. Also, jetzt noch was. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig einfangen kann. Ah, ich habe eine Idee, Moment. Der Frank, der hat mir nämlich was mitgebracht. War ja klar. So, Moment. Stell dich mal hier hin. Ich muss auch erklären, mit dem Sänger. So. So. Der Frank, der hat mir einen Stock mitgebracht. Und den hat er selber gemacht. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich versuche das mal so gut wie es geht einzufangen. Ich halte mal die Hand hin. So. So. Selber zurecht. Geschmirgelt und gefeilt und gemacht und getan. Dann hat er mir hier noch Lederband dran gepackt. Auch ordentlich fest. Aber ich muss aufpassen, hier ist Strom auf dem Zaun. So. Ja, hier stehen dann quasi. Da stehe ich und meine Frau. Der Odin und die Freya. Naja, das sind dann so Kosenamen, ne? Kosen, Nicknames. So geht es weiter. So, und hier hat er mir noch ein Bild dran gemacht. Okay. Ja. Wird euch jetzt nichts sagen. Er ist so ein Idol von mir, also von Jugend an. Ist ein Sänger von einer Band. Hat er mich begleitet. Auch in vielen schweren Stunden. Ich weiß ja nicht, ob das dem einen oder anderen bei euch auch schon mal so geht. Ja. Ja, leider 2010 verstorben, mit 48. Egal, hat er mir hier dran gepackt, weil er weiß, dass ich drauf stehe. Hat er gut gemacht. Ein Blechschild. Ja. Nicht rosten. Nicht rosten, sagt er. Dann hier nochmal ein bisschen mit Leder, damit er feiner aussieht. Ja, und dann hier unten auch noch so ein paar Wellen da reingefummelt. Ja. Hat er schön gemacht. Und hier unten ist natürlich auch extra so, ja, eine Metallniete oder sowas in der Art. Ja, damit das halt hier besser funktioniert. Gell? Ja, ich finde das ein klasse Teil, habe ich mich wirklich gefreut. Liegt mir auch wirklich, auch hier mit der liegt mir wirklich gut in der Hand. Ich habe nochmal den anderen, wo jetzt die Kamera ist. Gefällt mir sehr, sehr gut, habe ich mich auch sehr gefreut. Da freue ich mich auch noch weiterhin drüber. Ja. Und, da steht er, der Kappeskopf. Hallo Carlos. Hallo Carlos, ja, das ist der Favorit, ne? Unser Carlos. Ja. Ja, hier ist mein Stock. Da ist im Frank sein Stock. Das ist mein Stück, schön. Geh ich mal ran. Ja, den hat er sich selber gemacht. Also für sich. Selber gemacht hat er die alle. Hier auch wieder so ein bisschen verziert. Wo bin ich denn? Da. Ja. Na, hier sind so dem Frank seine Initialien. Wer genau hinguckt, ne? Ist ein F und ein B.
Ja, und so geht er dann weiter hier. Schön Löcher durchgemacht und durchgezogen. Schöne Sache. Und natürlich unten drunter auch der Pin. Mhm. Ja, nochmal ganz kurz hier dem Frank seine Special Latschen. Ja, feines Schuhwerk. Er ist schon die ganze Zeit am Angeben damit, also müssen sofort taugen. Gelle? Richtig. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, hier ein paar Pferdchen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach hier hoch, gelle? So, dass wir, ja. Haben wir mal wieder Glück mit dem Wetter. Ja, die ganze Woche schon, ne? Ja. Bis auf gestern Abend. Ja, gestern Abend wollten wir eigentlich wieder draußen schlafen. Wie gesagt, wir liegen nur im Garten, aber es ist trotzdem schön und ja, gehen trotzdem auch spazieren. Bei uns um den Ort rum und durch die Wälder. Ja, wir sehen uns jetzt nicht so oft, deswegen haben wir jetzt so viel versucht zu machen, wie wir nur können. Ja. Ja, werden wir noch ausnutzen. Bis Mittwoch ist er noch hier, also sagen wir mal bis Dienstag. Mittwoch springt man wieder weg. Ja, ich hätte am liebsten schon viel, viel mehr gefilmt, hat aber bisher nicht funktioniert. So, jetzt habe ich mal genug gequasselt wieder. Aber kann nicht lange dauern, quassel ich weiter. Mal ein kurzer Schwenk und dann sehen wir uns gleich nochmal. Also liebe Leute, ich kann euch sagen, schön ist das hier, wirklich. Na, wir haben auch jetzt kein großes Gepäck bei. Frauchen ist bei ihrem Pferd oder bei unserem Pferd. Ich sage als ihr Pferd, weil sie ist der Pferde nah. Deswegen haben wir nicht viel Gepäck. Wir drehen hier eine schöne Runde. Ja, hab mir auch einen neuen Rucksack gekauft. Den werde ich euch bei Gelegenheit noch vorstellen. Ja. Und eine Trinkflasche von Nalgene. Kennen natürlich die meisten. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe aber die geholt, die Glow in the Dark, die angeblich im Dunkeln leuchten soll. Ja, wenn es richtig stockedunkel ist, dann sieht man es, aber. Naja, hell leuchten ist was anderes. Aber dann mit diesem komischen Verschluss, ja. Also mit sämtlichen Varianten. Werde ich euch noch vorführen. Zumindest präsentieren. Vorführen brauche ich das wahrscheinlich keinem von euch. Ja, okay, sehen wir uns gleich nochmal. So, hier kann man schön sehen, im Eifelwald wird schwer gearbeitet. Wahnsinn. Er trägt sich dort schön durch die Gegend. Wohin will. Ja, jetzt ist er nach Hause. Da kommt er wieder. Ja, so schaut's. Ja, wunderschön. So, muss ich mal meinen Stock mal wiederholen, ne? Schön. Wo ist er jetzt? Ja. Wo haben wir da Dornen dran sind? Pass auf die Beiß, Frank. Ja. Oh, Zecken gefangen.
Zeckengefahr. Ja, der Frank hat schon seine erste Zecke. Oh, jetzt kommt Wind. Der hat schon seine erste Zecke in der Eifel eingefangen. So, hier ist eindeutig jemand vor langer, langer Zeit etwas zu schnell gelaufen. Ja, vielleicht war der auch einfach nur etwas betrunken. Man hat gar nicht gemerkt, dass man hier seinen Schuh verloren hat. Naja. Ein Tümpel, ein Teich. Ein Teich. Ein kleiner Teich. Das ist eine schöne Gasse, wie so eine Allee. Abfluss, Zulauf. Hier gehen wir jetzt rein. Mal gucken. Hallo. Herrlich. Kleine Tümpel. Oh ja. Ein Baby war ja schon, ne? Hey, schön, komm, hey. Hier riecht es ganz besonders gut. Oh. Hier riecht es wirklich. Ja, hier war wohl mal was angelegt, ne? Es sind mehrere Stufen. Ja. Aber wie überall, ne? Da liegt dann schon wieder eine Europalette drin. Ah, da könnte ich so echt ganz laut Scheiße schreien, wenn ich immer wieder so ein. Gut, das ist jetzt nur Holz, ne? Das bricht man sich keinen ab, aber ich kapiere das einfach nicht. Ich werde das nie kapieren. Hier, wie schön. Ja, schön das aussieht. Karl. Name haben hier drauf geschrieben. Karl Weber. Ja, Frank, der ist da. Er sucht das Hexenhäuschen. Karl Weber. Von Hänsel und Gretel. Schön, geil. Sieht man schön, wie es rausgeht. Geil, richtig schön. Hier verdrehen und ich bin ganz schön am Schwitzen. Aber wundert euch nicht über meine entzündete Nase, ich habe Heuschnupfen. Und durch die ganze Putzerei schmerzt mir mein Rüssel ein wenig. Ja gut, bis gleich mal wieder, ne? So. Jetzt guckt euch mal den Schwachsinn hier an, Jungs. Also hier oben. High Five, Quatsch, Blödsinn. Ist ja auch Vandalismus, ne? Ey, mir beschlägt die Brille vor lauter Schwitzen. So, und da steht, ne? Da war einer hier. Und zwar der Penis-Steffen. Ja, warum hat der Penis wohl so groß geschrieben? Damit man wenigstens den sehen kann, beziehungsweise die Schrift, keine Ahnung. Ja, wenn es schön macht. Jetzt hier ist halt ein Oldschool-Jährchen, ne? Hochsitz. Ich bin ja noch ganz so jung. Ja, und da geht ein. Der Wandersmann. Naja, ah, da gehen wir mal noch ein bisschen da hoch. Dann müssen wir oben irgendwo wieder rechts abbiegen. Rein aus dem Gefühl jetzt. Also hier ist eine Gegend, hier war ich auch noch nie. Komme zwar irgendwann wieder beim Pferd raus, aber hier war ich auch noch nie. Und hier mit irgendwelchen Ortungsgeräten läuft hier gar nichts. Habe ich auch keinen Bock drauf. Instinkt. Der muss ausreichen. Naja. Puh, geht ganz schön hoch hier. Aber nun gut. Hallo. Ja, ja, unser Frank. Der ist schon ein bisschen anders wie die anderen. Ich will nicht wissen. Ja. Was heißt schönes Wissen? Ich würde mich interessieren, wie viel Grad wir hier haben. Naja, naja, die Kamera ruhig halten. Wäre nur laufen. Ganz schlecht.
freut der Frank sich, wenn Insekten kommen. Hat der den Spaß alle. Naja. So, kann man so sehen, die Bienchen, wie die hier fliegen. Da ist nämlich ja so ein ja, ne? Da wohnen sie nämlich, die Bienen. Ziemlich viel Verkehr. Ist ein lustiger Zufall. Die hatten wir gestern vor der Haustür bei uns im Ort. Die ist hier jetzt nicht unser Ort. Eine riesen Wolke. Hier kommen auch schon die ersten. Habe ich mich aber erschreckt. Naja, gehe ich mal weiter. Okay. Ja, auf jeden Fall. Direkt vor der Haustür eine riesen Wolke Bienen. Unser Nachbar hat auch ein paar Völker. Naja, ich mache mich mal hier auf den Ast. Das ist nicht so meine Welt. So, da sind die Bienenkästen. Ich habe mich erfolgreich dran vorbeigeschlagen. Ja, ich denke, das liegt auch am Wetter. Da sind die ziemlich aggressiv, aber ich denke, das muss ich keinem erzählen. Ja, von da oben sind wir jetzt gekommen. Sind wir darüber, quasi in Anführungszeichen den Weg hier hoch. Wir sind hier über die Wiese quer, um nicht direkt an den Bienenkästen vorbeizugehen. Muss hier nicht sein. Ja, und dann sind wir hier rüber gewackelt. Ja, und hier ist Ende. Hier ist noch ein Hochsitz. Ja, und jetzt geht es hier hin. Hier müssen wir jetzt einfach rein. Da werden wir uns mal einfach so ein bisschen durch den Wald schlagen. Ah, der Frank, der packt gerade seinen Labländer aus. Na, werden wir mal kurz einen Test machen, wie die so sägen. Okay, bis gleich. So, da haben wir ein Ästchen. Ist jetzt natürlich nicht mehr das Jüngste, aber ist auch jetzt noch nicht so faul, dass man dann durchbrechen kann. Und der Frank, der sägt jetzt mal mit der Sparko. Einmal frei. Langsam, schneller, einmal frei. Wie durch Butter. Wie durch Butter. Ja. Ja. Jetzt macht der Frank zugleich dasselbe. Mit der Gardena. Mit der Gardena. Guckt man den Schnitt hier an. Sieht gut aus, sieht schön aus. Hast du? Ja. So. Mal einpacken. Jetzt kommt die Gardena. Geiles Ding, finde ich. Einmal und nochmal. Geil. Muss Klick machen, ja. So, bin mal gespannt. Stabiler ist sie auf jeden Fall. Ich merke das schon. Naja, weiß man nicht, ne? Also vom Anfassen. Und? Ja, und auf geht's. Langsam. Schneller. Ja, was soll ich jetzt sagen? Schneidet auch wunderbar. Aber irgendwie rutscht es nicht ganz so durch. Die Labländer, ja, finde ich, habe ich ein bisschen leichter mit. Rutscht besser. Ja, hier muss ich ein bisschen mehr mit Gewalt. Das wird dann auch da dran liegen. Die hier ist auch dicker. Dicker und kürzer. Und bei der Labländer sind ja hier diese Zähne dran, die so ein, wo habe ich meinen Finger, die so ein bisschen abstehen. Ne? Die dann auch für ein besseres Rutschen sorgen. So. Kann die Länge das, macht natürlich auch was aus, ne? Kann man das vielleicht ein bisschen sehen. Ja, hier bei der Labländer sind dann so, hat die Zähne ein bisschen, na, wo ist mein Finger? Mhm. Hey, wenn ich das jetzt so sehe, wie beim Weißen Hai, hat die manchmal auch so die Zähne. Ja. Also wie gesagt, sägen beide sehr gut. Hier brauche ich nur halt ein bisschen mehr Gewalt. Ja. Mhm. Hier ist es auch länger, das Sägeblatt, also kann ja, ich das hast du, ja, das hat man eben schön erkennen können. Bei der Labländer hat man halt was mehr Weg, da kann man ein bisschen mehr ausnutzen. Aber dennoch würde ich mir auch kaufen, trotzdem. Gesägt haben sie alle beide sehr gut, also ja, da brauchen wir nicht lang wunderbar drüber diskutieren. Und in der Preisklasse liegen sie so ziemlich gleich.
Prima. Ja. So, von daher macht man mit beiden nichts falsch. Aber ich denke mal, ob man jetzt da eine Fiskars kauft oder eine Gardena oder ein Lappländer, wird sich letztendlich nicht viel geben. Ja. Gut. Da haben wir das auch schon mal hinter uns. Da liegen sie. Die zwei. Und? Klatterschnitt? Glatt, allglatt, ne? Ja, der ja, ist richtig glatt. Also, der hier ist richtig glatt, ja. Wo war der von dem Dings? Hier. Hier. Eigentlich auch, ne? Ne, weiß ich nicht. Hier die Seite. Doch, der ist die Schnittseite, glaube ich. Also? Ne, ne, hier ist das Ende. Und hier haben wir gesägt. Mhm. Warum sind... Die zwei sind was feiner, oder nicht? Ja. Ja, das alles die, also die Gardena hat ein bisschen feiner gesägt. Ja. Deshalb wahrscheinlich auch was länger. Aber brauchen wir gar nicht lang hin und her grübeln und disputieren. Beides gute Sägen. Er ist mit seiner glücklich, ich bin mit meiner glücklich, wir sind mit unserem glücklich. Ja, Onkel Frank. Jawohl. Und jetzt gehen wir weiter. Aber ich kann ja mal hier noch mal rund umschwenken. Ja, da steht ein Junge. Also wir sind hier wirklich mitten im Wald. Jetzt. Hier steht mein fantastischer Spazierstock. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal darüber. Wie gesagt, lass mal den Instinkt ein bisschen arbeiten, gehen in die Richtung. Irgendwann kommen wir schon wieder raus, wo wir raus wollen. Oder auch nicht. So, bis gleich. Ja. Auch hier wieder. Ein uralter, kaum befahrener Weg. Ja, wenn man sich das mal so hier anguckt, das ist doch wirklich fantastisch, oder nicht? Gut, auf den Bildern oder im Filmchen ist das immer was anderes wie original, aber das wisst ihr sicherlich alle selber. Gelle. So, aber zu meinen Füßen. Wenn man sieht, was da wieder rumfliegt. Ja. So, jetzt liegt hier, was weiß ich, ein paar Meter Maschendraht mitten im Wald. Und jetzt will ich dazu mal was sagen. Also in unserem Fall, in unseren ländlichen Gegenden hier, da kann mich jetzt einer, weiß ja Geier wie, bezeichnen oder verurteilen. Die Bauern und die ganze Forstkolonne und Jagdaufseher, jetzt will ich euch mal was sagen, das sind nämlich diesbezüglich die größten Schweine. Von mir aus nagelt mich an Kreuz, weil ich das jetzt gesagt habe. Das ist aber so. Es ist wirklich so. Überall verwachsene Wiesen, verwachsener Stacheldraht, das ist nicht gut fürs Wild. Das ist auch nicht gut für die alte Oma, die mal den Feldweg rüberläuft. Hier läuft keine Oma rum, ist klar. Aber was soll das denn hier? Warum muss das hier liegen? Hat wieder irgend so ein Möchtegern-Gärtner oder Bauer wieder den ganzen Müll hier abgeladen? Ja, man soll sich nicht drüber aufregen. Habe ich auch, gell, Manfred und Anna. Ihr wisst das auch, dir könnte auch der Hut platzen und dem Carlos. Ach, und den ganzen anderen Kollegen, wie sie alle heißen, ne? Vom Karlich bis Klausner und... Ja, meine Abonnenten werden auf jeden Fall Bescheid wissen und da bin ich mir sicher, die finden das genauso bescheiden. Also ich könnte mich hier stundenlang drüber aufgeilen, über so einen Mist hier. Ich gehe jetzt weiter und dann ist gut. Ich muss es aber sagen, es ist wirklich so, es sind die Bauern... Die wunderschön gesunde Milch hier produzieren, angeblich. Ey, bei uns sieht das manchmal aus, die Rundballen oder die Siloballen, das Plastik drumherum, das lassen die einfach liegen oder schon mal fahren das mitten in den Wald. Wir hatten vor 3 Jahren auf Heiligabend, Leute, haltet euch fest, das ist kein Witz jetzt. Auf Heiligabend hat bei uns im Ort der Bauer die ganzen Plastikabfälle, ne, die Verpackungen von den Siloballen, die Folien, die da drum sind, und das war ein ganzer oder anderthalb Miststreuer voll mit diesem Plastik. Der hat das alles auf Heiligabend, ich will nicht lügen, vor 3 oder vor 4 Jahren hat er das angezündet und hat das verbrannt. Hat sich wohl gedacht, auf Heiligabend geht eh keiner raus. Ey, da könntest du doch speien, könntest du doch da. Ist doch nicht normal. Da, jetzt rege ich mich 3 Minuten über die Scheiße hier auf. Tut mir leid, also tut mir echt leid, meiner Wortwahl wegen. Was heißt es, tut mir leid? Könnt ihr ja nichts dafür. Aber das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Ich gehe jetzt weiter. Echt, sonst kommen mir die Tränen. Guck mal, da ist er schon wieder vorgelaufen.
Also es macht echt Spaß hier mit dem Frank durch die Gegend zu ziehen. Schön, gestern Abend haben wir Bohnen-Eintopf gemacht, wie sich das gehört, draußen. Mit viel Zwiebeln und ja, das übliche Würstchen dabei und geile Sache. Ja, dann fing da dabei mal sowas von an zu blitzen und zu donnern. Da sind wir gestern dann doch reingegangen. Der redet wieder mit sich selber. Gut. Na, ich denke mal, dass ich noch ein paar Filmchen zusammenkriege. Wenn auch nur kurze. So, bis gleich. So, der Frank, der ist ein bisschen am Schnitzen. Ja. Und ihr seid ja von mir. Kennt ihr ja hier mein sehr, sehr, sehr beliebtes, von mir aus beliebtes Walter Messer. Habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja, und ich sage es nochmal. Also für so wenig Geld, so ein geiles Messer, das ist nun wirklich nicht ganz so einfach. Also wirklich klasse Teil. Aber jetzt mal zum Vergleich, weil der Frank schnitzt auch mit dem Walter und der hat halt das mit der Tanto-Klinge. Das ist auch, wenn ich das mal hier hinten anlehne, so, ein bisschen länger, ein bisschen größer, auch der Griff ist ein bisschen weiter auseinander wie meiner. Ja, liegt aber genauso klasse in der Hand. Ja, und schneidet, ne? Und warum schneidet da Onkel Frank? Ja, weil du das schön geschärft hast. Ja. Gut. Gut. Alles klar, bis später. Ja, unser Frank. So, liebe Kinder. Jetzt haben wir ein paar Meter hinter uns und sind gleich auch unten am Auto. Da kommt sicher noch was. So, das ein oder andere Filmchen quetsche ich noch dabei. Also ich hätte locker in der Zeit, wo der jetzt hier ist, locker 48 Stunden filmen können. Aber das will ja keiner sehen. Gut, also hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Gut, ne? Gut. Naja, jedenfalls sind wir jetzt am Auto. Und machen uns auf den Heimweg. Und dann sehen wir uns später nochmal. Ich sag für das erste schon mal Tschüss. Ne? Und dann sehen wir uns nachher nochmal. Tschüss.